Die Vorfreude steigt, die Euphorie auch. Bald geht's wieder los. Die Rhein-Neckar-Löwen starten in die Saison 2015-2016 und damit herzlich willkommen auf dem offiziellen YouTube-Kanal des BGV bei den Badischen Versicherungen. Bei mir der Teammanager, Olli Rogisch. Olli, du weißt das selber noch aus deinen Tagen als Profi. Sind das für die Spieler gerade in der Vorbereitung die schlimmsten Tage eigentlich, da wo am meisten gequält wird? Also der Termin heute sicherlich nicht, da haben sich alle drauf gefreut, weil jetzt ist kein Training, aber sicherlich ist die Vorbereitung immer knallhart. Man kommt aus dem Urlaub zurück, die meisten waren fleißig, haben hart trainiert, aber ein paar Jungs haben vielleicht nicht ganz so viele Kilometer gemacht wie die anderen. Die tun sich jetzt ein bisschen schwerer, jede zweite Einheit ist eine Laufeinheit, dann viel Krafttraining, aber wir machen auch schon viel mit dem Ball. Von daher ist es, glaube ich, noch erträglich, aber bei den Temperaturen draußen in Kronau, ja, es geht schon auf die Knochen. Wie war das bei dir früher? Hast du dich gefreut auf die Vorbereitung oder warst du eher ein Muffel? Da ich natürlich topfit immer zurückkam aus meinen Urlauben, war es für mich ein ganz einfaches Ding. Aber du weißt natürlich, dass ich nicht so der Superläufer bin. Darko Stanisch beehrt mich da, glaube ich, ein bisschen. Also wir waren ziemlich ähnlich, aber ja, wie gesagt, Laufen macht niemanden Spaß. Dafür sind wir Ballsportler geworden, sonst hätten wir irgendwie Leichtathletik gemacht. Von daher, da müssen wir jetzt durch, aber das kriegen wir alle hin. Du bist ja auch in deinem Urlaub immer sehr aktiv. Was war es dieses Mal? Also ich weiß, dass du auch viel mal gern Ski fährst oder zum Beispiel auch tauchst. Warst du dieses Jahr wieder tauchen? Ja genau, also Winter ist Skifahren oder Snowboarden und im Sommer geht es dann immer zum Tauchen. Ich habe jetzt noch einen Windsurfkurs gemacht mit meiner Freundin, also was ganz Neues. Wir müssen immer irgendwie was Sportliches machen, nur Sonnenliege und ein bisschen eincremen, das funktioniert nicht. Ich war eine Woche lang, wie gesagt, zum Windsurfen, dann drei Wochen surfen. Surfen sage ich schon, tauchen. Und habe jetzt den Akku wieder voll und freue mich auf Handball. Das heißt, du bist bereit. Sprechen wir über das Team, sprechen wir über unsere Neuzugänge. Was hast du für ein Bauchgefühl bei diesem Team dieses Jahr? Also wir haben natürlich Abgänge gehabt, die uns wirklich wehtun und da haben wir auch lange dran geknabbert, auch in der Pause denkt man darüber nach, aber wenn man jetzt sieht, was wir für klasse Typen bekommen haben, gerade im Tor bin ich mir nicht sicher, ob wir mit Appelgren und Stanisch zusammen unbedingt schlechter sind wie letztes Jahr, weil Appelgren, der lässt einen super Eindruck, Stanisch ist ein Mann, der mal zunageln kann. Am Kreis Beate Mühl zu ersetzen ist ganz, ganz schwer, aber Rafa Banea macht einen riesen Eindruck, er ist ein sehr kräftiger Spieler, er bringt die Masse mit am Kreis und man sieht jetzt schon in den wenigen Einheiten, wie schwer er zu verteidigen ist und da haben wir sicherlich auch einen richtig guten Griff gemacht und ja, Pekeler noch angeschlagen, er sitzt jetzt viel auf dem Fahrrad, kämpft sich jetzt langsam ran, aber ich glaube, bei ihm wird es auch alles gut werden und dann haben wir eine richtig gute Truppe zusammen. Wir haben noch ein paar junge Leute dabei und die müssen jetzt zeigen, was sie drauf haben und dann haben wir nächstes Jahr oder diese Saison einen richtig guten Kader. Also Vorfreude schon voll ausgeprägt. Die ist absolut da, klar. Wunderbar. Dankeschön an Olli Rogisch und damit sage ich Tschüss. Alle Infos zu den Rhein-Neckar-Löwen gibt es auf rhein-neckar-löwen.de oder ihr schaut euch einfach hier noch ein bisschen bei der BGV auf dem YouTube-Kanal um.